Ja, seit letztem Jahr hat die Stadt Freudenstadt ein Pop-up-Store-Projekt. Wir stellen Gründern oder einfach Interessierten, die eine Shop-Idee ausprobieren möchten, temporär Ladengeschäfte zur Verfügung, regeln das mit dem Eigentümer und haben zum Ziel, dass wir eben neue Einzelhandelsgeschäfte ansiedeln können. Wir möchten die Stadt interessant machen, das Ganze als Vermarktungsstrategie nutzen, aber auch die Eigentümer der Leerstände ein bisschen aus der Reserve locken, dass sie offen sind einfach für neue Angebote, für junge Unternehmen, die was ausprobieren möchten. Das klappt sehr gut. Wir hatten letztes Jahr 7 Stores und möchten jetzt ab Juli wieder starten und freuen uns darauf. Musik.